Ein schlechter Film ist für mich entweder ein Film, der von der Geschichte her nicht glaubwürdig ist oder von den Darstellern her nicht glaubwürdig ist. Für mich war der schlechteste Film aller Zeiten Sucker Punch. Der war einfach, die Geschichte war einfach komplett an den Haaren herbeigezogen. Die Darsteller waren. Teilweise waren gute Schauspieler dabei, aber teilweise waren es einfach überhaupt nicht glaubwürdig. Und das war, ich meine, ich mag zum Beispiel Fantasy-Filme, mag ich schon gern. Und das war halt auch Fantasy, aber das war einfach überhaupt nicht stimmig. Es hat nichts Sinn gemacht. Es waren dann einfach nur sexy Schoolgirls drinnen, die durchs Tanzen sich in eine Fantasiewelt begeben. Und es war einfach, also das war einfach für mich der schlechteste Film aller Zeiten. Ein guter Film, ich habe jetzt nicht direkt eine Definition, aber wenn mich ein Film fesselt, also wenn ich gar nicht merke, dass ich einen Film anschaue, also wenn ich gar nicht nie auf die Uhr schaue oder also wenn ich einfach so eintauchen kann in die Geschichte, das, ja, und das ist meistens dann, wenn die Geschichten gut sind, also wenn sie mich halt ansprechen, das ist für mich ein guter Film. Ein Film hat mich besonders fasziniert, der heißt Mein Leben ohne mich, ist relativ unbekannt. Das ist ein Indie-Film, ein amerikanischer. Und da ist die Geschichte einfach so extrem berührend und die Hauptdarstellerin ist so echt und glaubwürdig, wie ich das noch nie wo gesehen habe. Und ich zeige den Film immer wieder Leuten, weil er mir einfach so gut gefallen hat. Q-Kid? Naja, ich finde es super eigentlich. Es ist halt cool zu sehen, vor allem man sieht ja diese ganzen Filme nicht unbedingt, aber es ist interessant zu sehen, wie die Leute halt über was denken und was sie halt schlecht finden. Und wenn was Unerwartetes dabei ist, dann schaut man sich nochmal an und denkt sich, ah ja, okay, ich verstehe jetzt und ja, okay, das war wirklich nicht so cool, dann ist es irgendwie ganz, also es ist ganz lustig irgendwie, finde ich.